Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ich begrüße zunächst einmal alle, die eventuell dann neu auf meinem Kanal sind. Hallo, schön, dass auch ihr dabei seid. Ja, heute geht es einmal um das Update, die News in Noblehorse Champion. Ich habe mir das einmal grob so ein bisschen angeguckt und auch durchgelesen. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz so begeistert davon und ich werde euch auch gleich sagen, warum. Ich muss das erste Mal kritisch mich Noblehorse Champion gegenüber äußern. Ich denke, solange man das auch in angemessener Art und Weise macht, ist das ja auch völlig in Ordnung und legitim. Aber gehen wir einfach mal das Ganze durch. Ich lese es euch einmal vor. Und zwar gibt es Überarbeitungen und Verbesserungen. Hallo zusammen, dieses Update ist wie bereits angekündigt eine Art Zwischenupdate. Es ist keine besondere Funktion implementiert worden, allerdings wurden an vielen Stellen Änderungen vorgenommen, die euer Spielerlebnis verbessern sollen. Viele von euch freuen sich bestimmt über den neuen Job, der nun ab Level 7 verfügbar ist. Ihr erhaltet für diesen Job die bisher meisten Credits und Erfahrungspunkte. Wir wissen, dass das Spiel immer größer und komplexer wird. Wir hoffen, dass wir euch mit einigen Änderungen helfen können, euch besser zurechtzufinden. Ihr könnt die Icons in der Pferdebox und in der Verwaltung nun anklicken, auch auf mobilen Geräten, damit ihr unter anderem das Geburtsdatum eurer Pferde sehen könnt. Bisher funktionierte das nur mit einem Mouse-Over-Effekt. In den Pferdelisten gab es bisher nur die Möglichkeit, summierte Werte anzeigen zu lassen, obwohl die Einstellung schon länger im Profil zu finden war. Leider war diese fehlerhaft, aber das ist nun behoben und ihr könnt zwischen summierten Werten und Durchschnittswerten Potenzial wählen. Wir haben seit heute auch endlich unser zweites Farbschema veröffentlicht. Wie sich viele von euch gewünscht haben, haben wir dunkle Farben verwendet als Kontrast zu unserem ersten Farbschema. Eine weitere Funktion, die sich oft gewünscht wurde, ihr könnt ab sofort eure Lieblingspferde abspeichern. Dabei ist es egal, ob es eure eigenen sind oder vielleicht Pferde, die ihr euch merken oder beobachten möchtet. Klickt dazu einfach auf das Herz in der Pferdebox. Die gespeicherten Pferde könnt ihr dann in eurem Profil finden. Klickt erneut auf das Herz, um das Pferd aus dieser Liste zu löschen. Sicherlich interessant, wenn ihr für eine Zucht einen bestimmten Hengst sehr gerne mögt. Oder wenn ihr ein Pferd einer Freundin oder eines Freundes sehr, sehr gerne habt, dann könnt ihr das halt eben dann wohl anklicken und immer wieder anschauen. Finde ich eine interessante Sache. Ich hoffe nur, dass das kein Chaos bringt in der eigenen Zucht, wenn man da nicht durcheinander kommt. Ab heute ist jeder von euch ein fleißiger Sammler, denn wir haben die persönlichen Erfolge eingebaut. Schaut im Profil vorbei, um zu sehen, welche Erfolge ihr nun sammeln und freischalten könnt. Wie ihr die Erfolge freischalten könnt und alle weiteren Infos findet ihr in unserem überarbeiteten Wiki. Dieses stellt nun ausführliche und neue Informationen für euch bereit, um euch die Einführung ins Spiel zu erleichtern. Wie versprochen sind dort auch alle Fellfarben, Mähnen und mögliche Scheckungen zu finden. Da habe ich auch schon reingeguckt, das sind verdammt viele Farben, kann ich euch sagen. Wow, also gerade die Araber, da scrollt man sich schon mal wirklich durch, um da alles zu sehen. Also Wahnsinn, was es alles an Farben gibt. Vor genau 2 Wochen haben wir im Spiel eine Abstimmung veröffentlicht. Ihr konntet abstimmen, ob ihr zuerst eine Entlastung bei der Pferdepflege wolltet oder die Testversion unserer zukünftigen Turnierfunktion. Leider war das Ergebnis von Anfang an sehr ausgeglichen, sodass uns die Entscheidung sehr schwer gemacht wurde. Letztendlich haben wir eine Entscheidung getroffen, die sicher nicht jedem gefallen wird, aber wir können es bei der hohen Anzahl an Spielern leider auch nicht jedem recht machen. Seit heute gibt es ein neues Produkt in unserem Online-Shop, das Premium-Paket S. Und jetzt kommt etwas, was mir nicht ganz gefällt. Wenn ihr dieses Paket habt, bleiben eure Pferde immer sauber und ihr habt auch in den Wettbewerben bessere Karten, weil die Tagesform eurer Pferde mindestens 80% beträgt. Ihr könnt es für 30, 180 und 365 Tage kaufen. Es handelt sich nicht um ein Abonnement, sondern um ein Paket mit einer begrenzten Laufzeit. Eben für 30, 80, 365 Tage. Aber
Ich finde nicht in Ordnung, wenn sich damit Spieler einen Vorteil verschaffen. Denn wenn man in Wettbewerben bessere Karten hat, weil die Tagesform der Pferde mindestens 80% beträgt, und das haben andere Pferde vielleicht nicht, dann erkauft man sich schon irgendwo einen Vorteil. Ich finde, es sollte immer noch fair bleiben allen gegenüber und deswegen stehe ich diesem Paket skeptisch gegenüber. Es ist so, dass sich das staffelt. Ihr zahlt für das 30-Tage-Paket 2,99 €, für 180 Tage 14,99 € und für 365 Tage 27,99 €. Was ich auch nicht schön finde, in den, vielleicht kann man das noch mit reinbringen, in den Zahlungsbedingungen finde ich zum Beispiel keine Paysafe-Kartenzahlung. Das ist auch ein gängiges Zahlungsmittel und ich finde, ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, solche kleinen Pakete für vielleicht einen Monat zu finanzieren und es trotzdem kontrollierbar zu machen. Ich finde immer alles, was über ein Konto läuft oder über Visa-Karte läuft, finde ich schwierig. Zumal die wenigsten Jugendlichen, die das Spiel vielleicht spielen, schon ein eigenes Konto haben oder Kreditkarte haben, PayPal und dergleichen. Paysafe-Karten aber sehr wohl mal geschenkt bekommen. Das wäre vielleicht mal ein Vorschlag meinerseits. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, über Paysafe-Karte das Ganze zu machen, hätte ich es euch sicherlich mal zu Testzwecken gezeigt. Da das nicht möglich ist und ich das nicht über mein Konto machen möchte, werde ich euch das nicht zeigen können und auch nicht wollen. Das nur da mal zur Info. Genau, ihr erhaltet dann einen Lizenzschlüssel, wenn ihr das Paket kauft. Das läuft dann halt nach dieser Frist von 30, 180 oder 365 Tagen ab. Den Zeitraum kann man dann wohl im Profil einsehen, sodass man da eben auch Kontrolle hat, okay, wann läuft das ab, wann muss ich es neu kaufen. Im nächsten Update wird also die Testversion zu unserer Turnierfunktion veröffentlicht. Wie bereits abgestimmt wurde, wird das Springreiten den Anfang machen. Sobald die Funktion als solide befunden wird, werden andere Disziplinen nachziehen. Wir hoffen, die Lösung ist vorerst akzeptabel. Die Personalfunktion wird etwas später im Jahr einziehen. Behaltet die Update-Seite im Blick. Ich bemühe mich, dort jeden Fortschritt der Entwicklung zu protokollieren. Okay. Generell halten wir da fest, kein schlechtes Update. Es gibt neue Übersichten. Wir gehen mal ins Wiki rein. Da haben wir einmal Allgemeines, wo ihr Informationen habt. Dann habt ihr Informationen über die Pferde. Upsi. Oh no. Oh. So, und über die Wettbewerbe. So. Dann habt ihr hier die verschiedenen Rassen, über die ihr was erfahren könnt. Wir gehen mal ins Profil rein. Du hast einen neuen Erfolg freigeschaltet. Stelle insgesamt Stufe 1, du erhältst 25 XP. Aha, du hast einen neuen Erfolg freigeschaltet. Boxen insgesamt, du erhältst 25 XP. Okay, da haben wir also was Neues. Da gibt es den Punkt Spieleaufwertungen. Da kann man den Lizenzschlüssel eingeben, nur damit ihr schon mal wisst, wo das Ganze ist. Designs, ja, die habt ihr ja hier. Okay. Einstellungen, ja, das ist okay. Erfolge, aha, okay. Da haben wir jetzt auch vom Weihnachten 2019 das Bild. Dann habe ich hier Ställe insgesamt, Boxen insgesamt. Fohlen gezüchtet. Oh, da habe ich auch schon fast wieder ein Abzeichen. Mit Hengsten aus der Deckstation gezüchtet. Wobei das nicht ganz stimmt, ne? Also ich habe sicherlich schon mit mehr Hengsten gezüchtet und das ist nicht ganz stimmig, die Liste, ne?
Also Pferde gekauft ist ja auch, ne? Ich habe ja auch Pferde gekauft, das stimmt auch nicht ganz. Pferde verkauft, also ich denke, das wird sich noch ein bisschen ergeben, aber das stimmt nicht ganz, ne? Naja. Soll in Ordnung sein. Ja, ich habe euch das Paket gezeigt. Ihr könnt selber entscheiden, wie immer. Ja, gar keine Frage, ob ihr das Paket gut findet oder nicht. Ob ihr ab 2,99 € das Ganze bezahlen wollt oder auch nicht. Das lasse ich euch sowieso frei. Also gar keine Frage, eh dann schon wieder geschimpft wird. Bah, ich mache das so, weil ich das möchte. Ja, bitte, macht. Ist absolut kein Ding. Ich verbiete es niemandem, wer da Freude dran hat und Spaß dran hat, das so zu machen. Okay. Ich finde es halt nur blöd denen gegenüber, die ja das Paket nicht kaufen können aus verschiedenen Gründen und dadurch eventuell Nachteile bekommen. Wenn dem nicht so ist, wenn man die gleichen Chancen hat, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist das in Ordnung, wenn die Pferde lediglich sauber sind dauernd und man nicht mehr putzen muss. Okay, gut, aber die Funktion soll eh ins Spiel kommen. Von daher muss ich auch nicht unbedingt so ein Paket haben, dass so ein Spiel auch mal finanziert werden muss und ja, über jeden Euro, den es kriegen kann, dankbar ist, weiß ich auch selber. Aber ich bin allem, was Geld kostet, innerhalb eines Spieles immer skeptisch gegenüber. Ich denke, eine gesunde Portion Skepsis und einen kleinen Moment drüber nachdenken ist immer gut. Und mehr erwarte ich gar nicht. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Morgen, Horse Reality, da gibt's dann auch wieder was Besonderes. Ich hoffe, dass ich es morgen schon schaffe. Ansonsten werde ich es am Wochenende aufnehmen. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich es morgen nicht schaffen sollte. Ich gehe ja auch arbeiten und schaffe das dann nicht immer. Deswegen ist auch heute erst wieder ein Video gekommen. Aber ich bedanke mich bei jedem, der zugeguckt hat. Und bis dann. Tschüss, ihr Lieben.